Wir wollen nur wissen, wie machst du deine Notizen in den Vorlesungen? Schreibst du mit Computer oder Hand und warum? Ja, wenn ja mit der Hand, aber eher kaum. Und warum? Oder was? Oder wie nutzt du dann Vorlesungsstreaming? Oder? Ja, ich nutze auf jeden Fall die Sachen, die mir angeboten werden über die Lernplattformen, aber mitschreiben so tue ich nicht viel. Ich schreibe auf einem Blog und hauptsächlich, also während der Vorlesung sind dann mehr irgendwelche Zeichnungen und Kriegskracks drauf, aber ich schreibe es mit der Hand meistens, weil da lerne ich dann auch besser. Also Computer mit der Hand. Ja, der Laptop ist einfach zu schwer und zu umständlich, den immer einzupacken und einen Blog hat man immer bei der Hand. Und Vorlesungsstreaming oder so, nutzt du das? Wenn es sein muss, ja. Internet, Bücher. Ja, Internet und hauptsächlich. Wie läuft es dann ab? Also irgendwie, ich lerne mit Moodle oder? Aha, du meinst auf der Uni für Lehrveranstaltungen. Ja, es kommt drauf an, wenn die Lehrveranstaltung Moodle anbietet, dann natürlich verwende ich Moodle und die Sachen, die ich nicht verstehe, suche ich im Internet. Also schaue ich nach, beziehungsweise hole mir Sekundärliteratur. Ja? Welche Technologien benutzt du zum Lernen? Also Mitschriften, Internet und so weiter? Eigentlich alles. Also ich habe schon Audio-Files gehabt, Mitschriften, Internet, alles Mögliche. Also am liebsten drucke ich mir eigentlich alle Texte aus, die schon im Internet gegeben sind und unterstreiche mir das dann und schreibe mir selber was raus. Das ist mir eigentlich das Liebste. Persönlich. Und Vorlesungsstreaming? Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, sich dann da irgendwie so sehr drauf einzustellen. Ich finde, beim Vortrag sollte man den Vortragenden immer auch sehen und deshalb nutze ich das Streaming nicht so häufig. Also ich schaue meistens auf Wikipedia, also da das Vorlesungsskript meistens nicht zu verwenden ist, weil es so schier geschrieben ist. Nein, meistens per Hand oder gar nicht, je nachdem, ob es sich auszahlt, aber die Vorlesungsqualität, da zahlt sich meistens kaum aus, mitzuschreiben. Also. Also am liebsten lerne ich mit dem Skript oder mit meinen Mitschriften. Und wie schreibst du? Also mit der Hand oder Computer? Oder? Ja, ich schreibe mit der Hand mit. Ja. Großteils und fast dann zu Hause am Computer zusammen, weil es für mich schneller geht. Was wir benutzen, also, ja, wir schreiben mit, ist eh klar. Und eben jetzt, wie wir zum Beispiel in Landeswissenschaft haben wir jetzt ein Skript gekauft. Also das ist immer noch am besten. Weil was der Vortragende oder der Professor geschrieben hat, dann, dass wir das lernen. Also ich bin eher diejenige, die mir was aufschreiben muss und es dann quasi wirklich dann wieder lernt. Doppelte Arbeit irgendwie umsonst. Nicht umsonst, aber ja, doppelte Arbeit irgendwie. Und in der Vorlesung schreibst du dann eher also mit Laptop mit oder mit Hand und warum? Immer mit der Hand irgendwie, weil ich habe dann das Gefühl, ich kann es mir so besser merken und kann es dann irgendwie, ich weiß nicht, ist dann irgendwie, brennt sich eher ein in mein Gedächtnis, ja. Keine Ahnung, ich versuche das immer zu wiederholen oder rauszuschreiben, am besten selber zusammenfassen. Ja, so mache ich das. Und in der Vorlesung schreibst du eher mit Computer? Schreibe mit Laptop mit, ja. Tut immer leichter dann, ja. Am liebsten schreiben, normal einfach abschreiben und Karteikarten. Sehr empfehlenswert. Und nutzt du Streaming oder wie schaut es mit Streaming aus? Streaming in einem Fach, ja. Und wie nutzt du, oder? Ja, also auch mitschreiben. Und ja, hauptsächlich mitschreiben bei mir. Also bis jetzt auf der WU, wo ich bin, ob ich nur Bücher oder Skripten verwenden kann und ja, mehr oder weniger meine eigenen Mitschriften, was eher spärlich ausfallen, sagen wir so. Und wie schaut es da mit Streaming aus? Wie wird das genutzt von dir? Sie bieten es an, aber ich glaube, die meisten Vorlesungen, wo es angeboten wird, das sind diese Massenvorlesungen. Da wird es dann schon wieder eher uninteressant, weil da gibt es dann eh das Buch auch dazu oder das Skriptum. Also da greife ich dann eher dann auch das persönliche Skriptum zurück, anstatt dass ich mir im Internet das Streaming anschaue. Ja, mit der Hand, also auf einem Blog. Und also mit dem Laptop war ich noch nie in einer Vorlesung. Und ich habe leider noch keine Prüfung gehabt, weil ich im ersten Semester bin. Darum kann ich noch nicht sagen, welche Lerntheorien ich benutze, aber ich glaube, dass ich meine Mitschriften mit den PowerPoint-Präsentationen vergleichen werde und dann, ja, mal schauen. Und warum schreibst du lieber mit der Hand mit oder was ist der Vorteil?
Ich finde es gemütlicher und man kann es besser strukturieren. Und ich meine, ich muss mal meine Mitschrift noch mal durchschauen und wahrscheinlich noch ergänzen. Und ja, aber also ich finde es viel gemütlicher. Es kommt immer auf die Lehrveranstaltung drauf an. Also es gibt Professoren, die sehr viel Wert darauf legen, dass man die Vorlesungen besucht und dann noch Mitschriften lernt. Und es gibt Professoren, die einfach nur von Folien runterlesen und dann lernt man halt davon oder von Skripten oder so. Und zwecks Streaming, benutzt du Streaming oder wie schaut's aus? Ich habe gar keine Lehrveranstaltungen, wo gestreamt wird. Ja, natürlich die Bücher, die halt, die Literatur, die verwendet werden sollte und meistens halt mit Unterstützung vom Internet. Ja. Und wie schreibst du mit in der Vorlesung? Eher dann mit Laptop oder mit Hand oder was ziehst du vor? Also ich schreibe handschriftlich mit, ja. Genau. Warum? Weil ich nicht immer mein Laptop mitnehmen will auf die Uni. Keine Ahnung, was für mich einfacher ist, wann zum Schreiben einfacher. Mit Computer natürlich. Also mein Studium ist auf Bildern aufgebaut und ich muss mit PowerPoint lernen, ich muss mit diversen Lernplattformen lernen, wie Moodle, wo das natürlich alles oben steht, was ich mir downloaden muss. Ganz selten gibt es auch Skripten. Und ja, und meine Mitschrift natürlich, die ich zusammenfasse und Bilder dazu einfüge. Also alles sehr elektronisch. Und bei Streaming, gibt es Streaming oder wie würdest du das nutzen? Streaming gibt es bei uns eigentlich nicht auf der Kunstgeschichte. Beides, also Laptop und Blog. Schon beides. Also ich habe so ein kleines Netbook und auf dem schreibe ich bei den Sachen mit, wo wir auch PowerPoints haben. Kann man besser zum Einfügen machen und sonst halt am Blog. In der Vorlesung schreibe ich mit, also nicht mit Computer, falls das eine Frage war, weil im Prinzip, weil ich nicht gewohnt bin. Ich schreibe viel lieber mit den Text so, weil ich das Gefühl habe, dass ich es mir besser merke, wenn ich es einfach mit der Hand mitschreibe, zum einen. Und am Computer ist bei mir zumindest viel zu sehr die Gefahr, dass ich mich ablenken lasse durch diverses Internet. Und das habe ich am Handy sowieso auch, also brauche ich mich nicht doppelt ablenken lassen, reicht, wenn ich einfach abgelenkt bin. Ja, und Lerntechniken habe ich zurzeit nicht wirklich welche, muss ich ehrlich gestehen. Schreibst du eher mit der Hand oder dann mit dem Laptop mit? Und warum? Also noch, wenn du es nochmal einen Satz sagen kannst. Weil ich, wenn ich irgendwie mitschreibe und dann mir irgendwas zu einfällt oder irgendwas zu sagt, ich Pfeile mache und dann auf der Seite weiterschreibe und das könnte ich mit dem Computer nicht. Da könnte ich nicht so schnell mitfolgen oder mitschreiben. Bräuchte ich viel länger, als wenn ich einfach einen Stift nehme und so einen schönen Pfeil mache. Nein, ich schreibe lieber mit der Hand mit, also abgesehen davon, dass es halt am Computer etwas länger dauert, theoretisch, wenn man es formatiert, das ist mit der Hand praktischer und ich kann es auch schneller, wenn mir jetzt irgendwas doppelt habe, kann ich was durchstreichen oder so ähnliches. Es bleibt besser im Kopf. Es bleibt besser im Kopf, das stimmt. Also vor allem für Leute, die jetzt kinästhetisch sind, sprich durch praktisches Handeln lernen, ich gehöre jetzt dazu irgendwie, ist es halt wesentlich besser, wenn du mit der Hand mitschreibst. Und ansonsten, was einem halt wichtig vorkommt, also ich schreibe jetzt nicht alles mit, was der Vortragende sagt, sondern halt wirklich, was mir entweder unbekannt vorkommt oder eben wichtig, das schreibe ich darauf.